Das deutsche Kaufhaus Imperium Galeria Karstadt Kaufhof steht möglicherweise vor dem Aus. Zum dritten Mal reichte das Unternehmen einen Insolvenzantrag beim Amtsgericht Essen ein. Dieser Schritt war wenig überraschend, denn bereits Ende November 2023 hatte die Muttergesellschaft Signa Retail Selection AG eine Nachlassstundung beim Nachlassgericht des Bezirksgerichts Zürich beantragt, die kurz darauf genehmigt wurde. Die Nachlassstundung kommt einer Insolvenz in Eigenverwaltung in Deutschland gleich. Die finanzielle Lage bei Galeria Karstadt Kaufhof verschärft sich, da der Mutterkonzern Signa und weitere wesentliche Signa-Gesellschaften selbst insolvent sind und die zugesagte Finanzspritze von 200 Millionen Euro nun fehlt. Dies könnte zur Folge haben, dass weitere Filialen schließen müssen. Im Rahmen des aktuellen Rettungsplans, den die Gläubiger nach der zweiten Insolvenz genehmigt hatten, ist vorgesehen, dass im Jahr 2024 etwa 5 Filialen schließen. Die Konsequenzen der Insolvenz für die Mitarbeiter und Kunden von Galeria Karstadt Kaufhof sind noch unklar.